Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger und Kriminaloberkommissar Bora Aksu kommen gerade von einem Einsatz zurück. Auf ihrem Parkplatz finden sie ein mit Graffiti besprühtes Auto und die Besitzerin vor. Guten Tag, mein Name ist Bora Aksu von der Kriminalpolizei. Hallo. Kunat. Was ist denn los? Meine Tochter wird bedroht. Ich mache mir solche Was heißt das? Sorgen. Oder macht sich den Kopf kürzer. Wem gehört das Auto? Meiner Tochter, das hat sie sich vor 2 Wochen gekauft. Ganz neu. Wer macht sowas? Wie sieht das Auto aus? Wie ist das passiert? Ja, heute Morgen, wir wollten in die Stadt fahren und kamen raus. Und im Briefkasten hatte sie... Beruhigen Sie sich, wir sind bei der Polizei. Hatte sie so ein blutverschmiertes Auto, Spielzeugauto. Persönlich gehe ich in solchen Situationen, wenn jemand sehr aufgebracht ist und dann auch zu Recht aufgebracht ist, emotional um. Ich versuche also erstmal Ruhe reinzubringen und dem Opfer das Gefühl zu geben, hier bei der Polizei ist das Opfer erstmal in Sicherheit und wir versuchen mit allen Mitteln hier zu helfen. Vor 2 Wochen hat sie das Auto gekauft, das neue, und ihr altes im Internet verkauft. Okay. Und der Mann, der wollte das Geld zurück. Nachdem das Auto einmal frei verkauft wurde, war es halt so, dass der Mann ein paar Tage später geschrieben hat, dass es kaputt sei. Aber das stimmt nicht. Mein Bruder hat das durchgecheckt und durchchecken lassen. Die Geschädigte und ihre Mutter sind sich sicher, dass der Käufer des alten Wagens das neue Auto verunstaltet hat. Die Kripo-Kommissare fordern Beweise für den Verdacht. Du hast doch die E-Mails ausgedruckt. Kannst du mal gucken, ob die hast du doch mitgenommen. Ja, was wollte er denn von euch? Das Geld zurück, weil das Auto kaputt wäre. Aber mein Bruder hat mir eine Nachricht aufs Band gesprochen. Ja, ich speichere die sonst nicht, aber die habe ich ausgedruckt, seitdem das Ganze angefangen hat. Hallo Frau Kunert, das Auto ist Schrott und ich will mein Geld zurück. Das ist mein voller Ernst und werde nicht locker lassen, bis Sie mir das Geld zurückgezahlt haben. Ich gebe Ihnen eine Woche Zeit, das Geld zurückzuzahlen, sonst werden Sie es bitter bereuen, steht hier. Und mal, hey Frau Kunert. Anscheinend glauben Sie, meine Drohung ignorieren zu können. Da haben Sie sich aber getäuscht. Dann muss ich wohl nun zu drastischen Mitteln greifen. Wirst schon sehen, was du davon hast. Jetzt duzt er sie sogar. Ich will mein Geld zurück. Nico, wenn das. Ja, ich habe ihr extra geraten, darauf überhaupt nicht zu reagieren. Das war die. Aber Sie sind sich jetzt ganz sicher, dass der Mensch die Ursache für das ist, was mit ihrem neuen Auto passiert. Das geht ja gar nicht anders, weil, wie gesagt, das Auto, das ist mein Bruder. Das ist Ihr Bruder? Das war mein Bruder, der hat halt mehr Ahnung als wir von Autos, und weil sie ja das alte verkaufen wollte, damit sie das Geld fürs Neue hat sie zwar zusammen gehabt, aber sie hat da so lange drauf gespart. Bora Aksu bestellt den Verdächtigen telefonisch auf die Wache. Der Mann ist bereits wegen Körperverletzung und Diebstahls Polizei bekannt. Bevor die Kriminalisten den Autokäufer vernehmen, soll ihn die Geschädigte durch einen venezianischen Spiegel identifizieren. Ja, also dem habe ich das Auto verkauft. Ja. Eindeutig, ja? Ja. Gut. Nehmen Sie am besten noch mal hier bei uns in den Besprechungsraum Platz. Ja. Ich setze gerade noch mal hin, du kannst ja schon mal reingehen. Ja. Ich komme gleich dazu. Okay. So, kommen Sie mit. Schönen guten Tag. Guten Tag. Fröndenberger, Kripo Duisburg. Herr Wenders. Okay. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie so schnell hier bei uns erschienen sind. Ist Ihnen schon klar, warum Sie überhaupt hier sind? Ich habe gar keine Ahnung. Das kann bestimmt nicht wegen dieser scheiß Bußgelder sein. Die sind ein bisschen eine Mahnung. Ach so, okay. Sind Sie wieso falsch und parken Sie falsch, oder? Ach, Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Okay. Sie haben doch vor kurzem ein Auto gekauft. Ja. Wann haben Sie das Auto genau gekauft? Vor wie vielen Tagen, Wochen? 3 Wochen.
Ja, irgendwie. War das Auto denn da in Ordnung? Das fuhr aber nur kurzfristig, nur wenn ich da einsteige. Ja, und das springt auf einmal nicht mehr an, das Ding. Haben Sie sich mit der Frau Kunert schon mal in Verbindung gesetzt deshalb? Ja. Nö, nicht. Okay. In Form von E-Mails vielleicht? Fällt Ihnen das jetzt noch mal ein? Kennen Sie diese E-Mails? Das ist doch Ihre E-Mail-Adresse, oder? Ja, aber... Nico Wenders at... Ja, ja. Aber die habe ich nie geschrieben. Die haben Sie nie geschrieben? Auf gar keinen Fall. Hat jemand Zugriff zu Ihrem PC? Nee. Ja, welche verarscht jetzt, oder was? Der Verdächtige, der hier zunächst einmal ja freiwillig zur Polizei gekommen ist, weil er vorgeladen worden ist, machte zunächst auf mich einen recht abgezockten Eindruck und hat gar nichts an sich herangelassen. Also er wollte auf keinen Fall zugeben, mit irgendetwas hier was zu tun zu haben. Ist der Wagen nun fahrbereit oder ist er nicht fahrbereit? Der fährt nicht, ne? Ich bin jetzt mit dem Bahn gekommen. Seit wann fährt? Sie haben den Wagen vor 2 Wochen gekauft? Ja, oder 2 Jahre. Ja, okay. Und wie lange ist er gefahren? 3 Tage. 3 Tage. Und seitdem fährt er nicht mehr. Und Sie sind nicht verärgert darüber und möchten kein Geld wieder haben? Natürlich bin ich verärgert. Was soll ich denn dagegen machen? Und jetzt sind Sie plötzlich doch verärgert. Wo steht der Wagen? Zu Hause. Zu Hause. Okay. Steht der nicht an. Die Kripo-Kommissare sind misstrauisch, was die Aussage des Autokäufers betrifft. Ist das Auto wirklich kurz nach dem Kauf kaputt gegangen? Eine Äußerung des jungen Mannes macht die Beamten stutzig und bringt sie auf die richtige Fährte. Das ist ja interessant. Das sind Sie doch hier. Ja. Ja? Und das auch. Gucken Sie mal, wann Sie geblitzt worden sind. Das liegt doch erst ein paar Tage zurück. Ja, der fuhr ja auch zwischendurch mal. So. Ach, Moment. 3 Tage fuhr der, haben Sie gerade gesagt. Ja, wir fassen mal hier zusammen, was Sie gesagt haben. Nicht, was wir vermuten, was Sie gesagt haben. Ja. 3 Tage. So, und das ist jetzt hier in den letzten Tagen gewesen, also Wochen später. Ja. Aber ich hätte noch eine Information vor. Ja. Ich komme aber vor der Tür mal und ja? besprechen. Ja, ja, klar. Ja, klar. Meine Güte. Ich muss da mal. Verarscht uns hier. Bitte? Verarscht uns. Ja. Und zwar, der Wagen, der steht... Mach's mal den, die Kollegen haben geguckt, der steht hier in unmittelbarer Nähe geparkt. Okay. Wo denn? Hier direkt um die Straße, um die Ecke. Ah. Hier rauskommen, ja. Vom Weg mit der Straßenbahn gekommen. Und das ist passt auch, Schlawiner. Passt. Okay, super. Ist der Wagen eindeutig, ja? Also er ist Halter. Ja, er ist Halter. Okay, super. Die Kriminalisten konfrontieren den Verdächtigen mit ihren neuen Ermittlungsergebnissen. Der Mann bleibt aber bei seiner Version der Geschichte. Doch dank seines Autoschlüssels überführen ihn die Beamten endgültig der Falschaussage. Sehen Sie das Blinken? Sollen wir es nochmal blinken lassen? Ja. Wären Sie einverstanden damit? Okay. Ja? Setzen Sie sich nochmal hier hin, bitte. So. Und dieses bitte kann ich da vorne hin. War eine angenehme Bahnfahrt, nehme ich an. Möchten Sie uns jetzt hier weiter belügen oder was ist los? Alles gut. Also ich habe eine E-Mail geschrieben. Sie haben, ach, jetzt haben Sie eine E-Mail geschrieben. Eine einzige E-Mail. Okay. Weil ich habe da selber Macken drin gefahren, ey, und ich habe mich da wirklich so drüber geärgert über den Scheiß. Da habe ich gesagt, komm, versuch mal, ey, schreib dir mal eine E-Mail. Können Sie uns diese E-Mail mal weiterleiten, die Sie verschickt haben? Haben Sie Zugang mit Ihrem Handy? Ja, habe ich. Ja. Dann schicken Sie uns das mal bitte. Nachdem unser Verdächtiger uns versucht hat, weiszumachen, dass er lediglich nur eine E-Mail geschickt hat und ansonsten mit der weiteren Tat und den weiteren E-Mails nichts zu tun hat, müssen wir dem natürlich halt auch nachgehen. Wir müssen ihm ja letztendlich das Gegenteil beweisen und haben ihn daraufhin gebeten, uns mal die E-Mail weiterzuleiten. Das hat er auch getan. Und bei dieser E-Mail fiel mir allerdings auf, dass seine tatsächliche E-Mail-Adresse mit einem Punkt zwischen dem Vor- und Nachnamen geschrieben wird. Und in den E-Mails, die das Opfer bekommen hat von dem Täter, ist ein Bindestrich zu sehen. Das heißt, hier scheint irgendjemand die E-Mails kopiert oder gefälscht zu haben. Kann aber auch sein, dass er einen Mittäter hat. Kann aber auch sein, dass er mehrere E-Mail-Adressen verwendet. Wir wissen es nicht, aber dieser Spur gehen wir jetzt erstmal nach. Was sollen wir tun? Also bis wir da jetzt, sage ich mal, einen Beschluss kriegen, wie diese E-Mail-Adresse gehört und ob wir dann überhaupt dahinter kommen, wenn der Server sich im Ausland befindet. Dauert zu lange. Der Täter hat also bewusst den Verdacht auf den Autokäufer gelenkt. Um den Mann zu überführen, locken ihn die Ermittler in eine Falle. Im Namen des Opfers schicken sie ihm eine E-Mail und gehen darin auf die Forderungen ein. Lange dauert es nicht, bis sich der Erpresser meldet. Er hat sich gemeldet? Echt? Dann kann der das unten nicht gewesen sein, unser Wenders, weil der ist nämlich noch unten. Hey, warum nicht gleich so? Das Geld will ich in bar haben, klar? Und Sie werden das Geld in einer Stunde schön unter einer Parkbank ablegen. Sie wissen schon wo, da wo Sie mir Ihre Schrottkarre übergeben haben. Welcher? NK. Welcher Park ist das?
Wo ist die übergeben worden, das Auto? Am Ruhrpark. Am Ruhrpark? Ja. Dort haben Sie die Abwicklung gemacht? Dann würden wir Folgendes machen. Da antwortet er drauf, geht darauf ein, sagt ja, das Geld ist in einer Stunde da, dann fahren wir dorthin. Genau, ich werde mir das anbieten. Die Kripo-Kommissare lassen sich von der erpressten jungen Frau und ihrer Mutter zu dem Park im Duisburger Norden begleiten. Nur über die vermeintliche Geldübergabe haben sie eine Chance, den Täter zu erwischen. Die junge Frau soll den Rucksack mit dem Geld an dem vom Erpresser geforderten Übergabepunkt ablegen. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, planen die Polizisten den Einsatz bis ins kleinste Detail. Dann mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Sie gehen in diese Richtung jetzt erstmal zurück, ja? Damit Sie erstmal außer Gefecht sind. Ich schlage vor, in 5 Minuten, ja? Gucken Sie auf Ihr Handy, in 5 Minuten kommen Sie nach. Mhm. Sie stellen dann bitte den Rucksack, da stehen 3 Parkbänke, wir haben uns das gerade angesehen, 3 Parkbänke unter die mittlere Bank und ich sitze auf der rechten Bank. Ja? Also es ist immer jemand von der Polizei in Ihrer Nähe. Sie werden fast immer auch jemanden sehen. Und Sie halten sich bitte zurück, was wir gerade schon gesagt haben. Wir möchten Sie nicht in Gefahr bringen, die jetzt schon vermeidbar ist eigentlich. Versprochen? Ja. Wenn so ein verdeckter Einsatz ist, dann sind wir Kollegen untereinander auch ein bisschen angespannt. Ganz klar, weil wir im Hinterkopf haben, keine weiteren Unbeteiligten gefährden zu wollen. Und hoffen auch natürlich, dass es gut geht, dass wir nicht auffliegen und der Täter uns eventuell vorher vielleicht erkennt und die Flucht ergreift. Das wäre natürlich sehr schade. Dementsprechend haben wir halt auch einen gewissen Leistungs- und Ergebnisdruck bei so einem verdeckten Einsatz. Und wir hoffen, dass es gut geht. An uns ist gerade ein kleiner Junge vorbeigelaufen mit blauen Jacke. Ja, habe ich mit. Wir hoffen natürlich, dass er anbeißt. Und wir werden jetzt erstmal eine Weile hier verharren und gucken, ob jemand kommt, um die Tasche abzuholen. Ja, ich habe jetzt Sichtkontakt zu dem kleinen Jungen. Er bewegt sich in Richtung Parkbank. Geht direkt auf den Rucksack zu. Der Junge hat den Rucksack genommen. Er wird auch direkt vom Hansi angesprochen. Seht ihr weitere Personen? Als ich mich da möglichst unauffällig auf der Parkbank aufgehalten habe, sah ich aus meinem hinteren rechten Blickwinkel einen Jungen. Erst habe ich mir nichts dabei gedacht und habe ihn dann aber beobachtet, wie er direkt auf diesen Rucksack zuging. Dann bin ich aufgestanden, habe ihn angesprochen, ja, und er hat mir gesagt, dass er diesen Rucksack im Auftrag eines Mannes abholen soll. Bora von Hans. Ja, Hansi. Ja, der kleine Junge hier, den die Kollegen gesehen haben, ist tatsächlich sowas wie ein Überbringer. Der wollte den Rucksack abholen, hat also angeblich 20 Euro von einem Mann bekommen, Mann mit Bart. Ja, ich versuche mich ganz langsam an den Jungen dran zu hängen und gebe dir dann den neuen Standort von dem Rucksack mit. Die Ermittler sind sich sicher, dass sich der Täter in unmittelbarer Nähe aufhält. Um unerkannt zu bleiben, beobachtet Bora Aksu den Rucksack mit dem Geld aus der Ferne. Schon bald taucht der wahre Täter auf. Okay, 15:20 für euch. Zugriff. Zugriff. Ihr steht günstig. Ihr seid im Rücken von ihm. Hey, stehen bleiben. Stehen bleiben. Runter. Runter. Ganz runter. Warte, ich hab die Handfessel hier. Passe. Okay. So, halten Sie schön still, sonst tut's weh. Die Polizisten haben den Täter zwar überführt, aber noch kennen sie dessen Namen nicht. Doch vom Opfer und seiner Mutter erfahren sie schnell die Identität des Mannes und daraufhin auch dessen Motiv. Roland, was sollte das? Um das erstmal zu verstehen, wer ist das? Das ist mein Stiefbruder. Der Stiefbruder, von dem Sie die Nachricht bekommen haben? Ja, der das wusste mit dem Auto. Das tut mir auch leid, aber du hast ja genug Geld, ne? Ja, da dachte ich denn, ich hab das ja mitbekommen. Von der Marianne, da dachte ich, könnte ich. Aber Mann, ich kann alles reden. Weißt du, was ich für eine Angst um mein Leben hatte? Aber ich konnte. Ich konnte nicht einfach fragen. Sie haben deine Drohung ans Auto geschrieben? Ja, aber ich wusste, da kriegt sie ein, ne? Ah, ja. Ich dachte dann, zahlt sie das. Okay. Geld. Du bist. Ich bin wirklich. Ich glaub das nicht. Das Strafmaß wird maßgeblich beeinflusst von dem Vorleben. Wenn er also noch einiges vorher gemacht hat, dann wird das natürlich verschärft sich auswirken. Ich kann zum Strafmaß im Moment noch nichts sagen. Es ist auf jeden Fall ein schwerer Straftatbestand und der wird mit einer empfindlichen Strafe rechnen müssen. Die Kollegen, könnt ihr die mal anfunken, ob sie den Jungen da in Empfang genommen haben? Wir nehmen den jetzt erstmal mit in den Streifenwagen. Wenn Sie möchten, können Sie gerne bei den Kollegen bleiben. Wir müssen den jetzt erstmal abführen. Der Täter wird wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und räuberischer Erpressung angezeigt. Seine Familie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das Opfer hat die Tat gut verkraftet.